So Leute, willkommen zurück. Ihr habt wieder eingeschaltet hier und oh, die Zeit drängt ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange der Laden auf hat. Auf jeden Fall machen wir jetzt ein kleines bisschen Minigame-Action. Und zwar am ersten Tag von dreien. So, Geld sollte ich genug haben. Gucken wir mal nach. Hier waren wir noch nie drinne vorher. Liebling und Schätzchen, Spielcenter. Na, okay. Ach ja, das erste ist Kabelminen-Action. Kriege ich hin. Krieg ich doch mal hin. Hallo. Ich glaube, wir haben einen Besucherliebling. Oh, ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen? Oh, möchtest du einen Versuch wagen? Die Krabbelminen-Schießbude ist den ganzen Tag über geöffnet, nicht wahr, Schätzchen? Ein Spiel macht 10 Rubine. Ich möchte spielen. Triff jedes Ziel mit einer Krabbelmine. Du hast so lange Zeit, bis unser Tänzchen vorbei ist. Fällst du allerdings herunter, ist das Spiel vorbei. Stimmt's, Schätzchen? Bist du bereit? Lass die Musik rocken. Alles klar, Mann. Num, 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 num. So, auf Bier, aber Krabbelminen. So, ich glaube, das haben die auch vereinfacht. Oh, verdammt, die Donnig. Yeah, geil. Das ist immer noch ein bisschen fies. Das ist meiner Meinung nach das schwerste der drei Spiele. Das letzte ist Bogenschießen. Ist total einfach. Ja, aber also am dritten Tag dann. Und am zweiten Tag ist Bombsketball aus Mario Party. Verdammt. Ja, okay. Man hat zum Glück. Und endlich dieser Dinger. Oh Gott, nur noch 30 Sekunden. Okay, sind aber bloß noch zwei. Mann, wollt ihr mich verarschen? Komm her jetzt hier! Oh oh. Ich darf nicht runterfallen. Also, erstmal erste Nacht. Ich schmeiß mich jetzt bloß nicht raus. So, kommt schon eine noch. So. Oh, weia. Ja! Nein! Beide vorbei! Nein! Komm schon, der war jetzt noch. Oh. Boah, das war knapp, ey. In der letzten Sekunde. Oh Mann. Perfekt. So. Hast du das gesehen, Liebling? Das war perfekt. Wir werden unser Glück mit ihm teilen, Liebling. Du hast einen Angelpass erhalten. Pro Pass kannst du einmalig eine Angel an einem Angelplatz leihen. Was ist das denn? Okay. Jeden Tag ein Spielchen. Genau, Nummer 1. Das Krabbelminen-Schießbuden-Spiel. Du hast am ersten Tag bei der Krabbelmine gewonnen. Yeah! Eine perfekte Trefferzahl erzielt. So, genau und. Ach, ist ja geil, die werden auch eingetragen. Liebling und Schätzchen. So, betreiben täglich in wechselnden Games. So, wie nervtötend. Zeig mir mehr von deiner Liebe, Schätzchen. Oh oh, dann stellen wir die mal wieder nicht, wa? Dumm, dumm. Ach, ein Angelpass. Gut. Finde ich cool. Oder wo ist denn der überhaupt? Wo ist denn der jetzt eingetragen? Da nicht. Der bestimmt bei Status, wa? Hier haben wir jetzt also so einen Angelpass. So, ich glaube, die will ich aber gar nicht ausgeben, obwohl, wenn ich mich immer wiederholen kann. Normalerweise hat man ja einfach nur 20 Rubine bekommen. Aber das geht auch. So, dann also schnell wieder zurück zu unseren Goronen-Gambles. Oh, da macht das andere Spiel, oder? Ne, ich glaube, die haben auch bald zu. Ich probiere noch das Deko-Spiel. Probieren geht über Studieren. Mal gucken, was sie sagen, ob sie so lange aufhaben oder nicht. Weil eigentlich ist echt, ab 6 Uhr ist eigentlich Feierabend gewesen. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. So, hier haben wir wieder die erste Nacht. Vielleicht kann ich ja auch noch bis 8 Uhr spielen. Und das muss man nämlich auch. Die haben ja schon mal den Hinweis bekommen, ganz am Anfang von einem Typen, dass das Deku-Game hier halt auch jeden Tag. Steht da irgendwas drauf? Deku-Spielplatz. Soppalala. Okay. Also, als Deku natürlich dahin. Dum, dum, dum. So. So. Na Leute, habt ihr noch offen? Oder pennt ihr schon? Leute. Hallöchen. Wie wär's? Wird das Kindchen spielen? Geil. Also gut, benutze diese Deko-Blume. Viel Spaß. So, okay. Das ist auch ein kleines Minispiel. Schaffst du es innerhalb einer der aktuellen Bestzeit alle Rubine einzusammeln, erhältst du einen Sonderpreis. Aber wenn du auch nur ein einziges Mal abstürzt, ist das Spiel vorbei. Der heutige Rekord liegt bei 1 Minute 15. Versuch's doch mal. Gut, schlüpfe in die Deko-Blume und das Spiel beginnt in dem Moment, in dem du nur rausspringst. Alles klar, Mann. Okay, das ist ja noch einfach. Hoff ich mal. Lobster, yeah! Oh mein Gott. Bitte, ich falle jetzt hier runter und freue mich. Alter, das sieht ja auch geil hier aus jetzt, ey. Oh Gott. Yeah. Ja, hier,
muss man einfach nur zu allen Rubinen fliegen. Und dann schafft man das aber auch im Handumdrehen. Oder was meint ihr? Passt mal auf, da hole ich mir jetzt einfach noch den, weil es so fetzt. Ich hab nur noch eine halbe Minute, das könnte jetzt aber knapp werden. Oh yeah. Ach Quatsch, Mann, das schaff ich doch, obwohl ihr voll locker vom Hocker. Ich mach hier mal den kurzen Weg, sonst ist es ja bald schon zu spät. Nur noch 50 Sekunden, 20 meine ich. Ach, ist egal, ich hab's sowieso geschafft. Gut, es ist vorbei. Oh, eine Minute, Mann! Wow, das ist ein neuer Rekord. Nimm dies. Noch ein Angelpass? Yeah! Pro Pass kannst du einmal nicht angeln. So, den Hinweis müssten wir jetzt dadurch Meister der Dekoblume 1. Du hast am ersten Tag auf den Dekoplatz gewonnen, den Rekord gebrochen. Und die werden auch eingetragen. Ach, guck mal, man sieht richtig, die haben echt länger Zeit noch. So, Dekos in einem Loch in Nordunruhstadt. Sie leiten den Dekostehplatz. Da muss ich mir notieren. Wie war dein Name, Kindchen? Marcel, ein höchst ungewöhnlicher Name für ein Deko. Normalerweise heißen wir Kraut, Hanf oder so, weißt du? Okay, schau morgen nochmal rein, falls du das einrichten kannst. Yeah. Geil, haben wir das auch erledigt. Finde ich ja cool. Dann muss ich das jetzt bloß noch merken, am ersten und am zweiten und am dritten Tag auch nochmal zu machen. Jeweils beides. Haben wir das auch erledigt. So, jetzt hau ich erstmal wieder ab hier. Ich überlege gerade, ob ich mir noch eine Vogelscheuchenpolka von der Vogelscheuche ausdenken soll, um Herzzeit zu kriegen. Ah ne, das mache ich dann irgendwann mal in einem Abwasch, weil da gibt es ja mehrere Stellen. Alles klar, wunderbar. Wieder zurück zur Bergsiedlung. Ohne Schwert. Es ist arschkalt, aber hey, was soll's. Bergsiedlung. Da fliegen wir jetzt hin. So, gucken wir, ob ich jetzt alles wieder schaffe. Ich muss jetzt nämlich, bis der zweite Tag vorbei ist, muss ich den Tempel geschafft haben. So, da ich am zweiten Tag, mindestens bis zum zweiten Tag, mein Schwert abgegeben haben muss. Zum zweiten Mal. Und bis dahin muss ich aber Goldstaub gewonnen haben und ich jetzt hier alle noch verwirre, wartet einfach ab. So. Swing. Komm, Goron, Typi. Jo, yeah, yeah. Geil, Alter, der muss nicht nochmal von neuem anfangen. So. Der wird immer noch abgebremst, aber... aber wenn er einmal seinen Speed hat, ey, yeah. So. Guck mal, hier kann man richtig schön Dinger kaputt machen. Und in einem dieser Bälle war der Typ, der jetzt einfach so da ist. Na toll. Ey, mach auf, Mann. Ein eingefrorener Gorone. Guck ihn dir an. Wow, der ist tiefgefroren. Das ist ja wirklich ein uralter Gorone. Genau, und ich befreie den mal kurz. Ganz so, wie das Spiel es gewollt hätte. Ach Mann, ich vergesse immer, dass ich den Knopf loslassen muss. Das ist der, dass ich nochmal drücken muss, um wieder auszukommen. Ich lasse den Knopf immer gedrückt, wenn ich eingerollt bin. So, aber kann der Gorone nicht eigentlich? Er ist doch bestimmt... Alter, ey, das ist so krass. So, flop. Stuben! Oh yeah, Quellwasser. So, ich weiß ja noch, dass er uns beim ersten Mal verarschen will, der olle Typ da. Oh, Fick, aber schade, der war richtig... Da war eigentlich noch Schnee rundherum. Warum haben sie das denn weggemacht? Haben sie echt Angst gehabt? Kann ich eigentlich noch festfrieren? Ich kann ja nicht mal mehr festfrieren. Oh, schade. Ein paar Sachen... ja, weiß ich nicht. So. Jetzt zittert. Oh, ich habe eine dicke Lippe. Huch, wo bin ich? Oh, es ist schon so spät. Ich muss mich beeilen. Geh zur Seite, wir können später reden. Hä? Hallo? Huch? Oh, du bist der Mani. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das auch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich, ich wende mich nicht ab. Nichts wird mich davon abhalten, den Pinky Bernia wieder in Ordnung zu bringen und meinen geliebten Sohn zu beschützen. Ich durchschaue die Illusion, gleich bist du verschwunden. Ja, und man kann echt nicht mehr viel machen, der Typ. Will nicht auf uns hören, er redet sich immer ein, wir sind nur eine Illusion. Und wir können da nicht viel reißen. Aber mit einem Aspekt werden wir ihn doch dazu bringen, zuzuhören. Und da müssen wir erstmal hin. So, und zwar... Hier, Mann. Lass uns mal rein, du Stinky. Wie das aussieht. Gesicht kommt das Licht an. Hallo. Du bist der Domani. Wie kommt es, dass du am Leben bist? Möchtest du in den Schrein? Klar, Mann. Dann öffne ich das Tor mit einer Goronenstampfattacke. Ich werde es jedoch rasch wieder schließen, um nicht zu viel Kälte hineinzulassen. Beeil dich, okay? Okay.
Alles klar. So, ich wollte das nur noch mal zeigen. Das Tor ist bereits offen. Ich werde es gleich wieder schließen. Beeil dich. So, das wollte ich euch nur mal zeigen, denn das können wir auch selber machen. Wir können selber eine Stampfattacke machen, dann geht das Tor auch auf. Der Goron schreien. Was ist hier los, Mann? Oh Gott, wer heult denn hier? Was ist denn hier los? Domali, du bist da am Leben. Die Älteste hat gesagt, du wirst tot. Was, eine Lüge? Doch wie auch immer, willkommen zurück, Mann. Sag, kommt dir dieses unaufhörliche Geschrei nicht bekannt vor? Der Sohn des Ältesten hört nicht auf zu weinen. Warum heult ihr so lange? Der Sohn! Ja, ist okay. Dum, 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 dum. So, hier unten ist der Laden der Goronen. Wegen der großen Kälte kommt kein Nachschub mehr. Daher sind alle Waren stark überteuert. Du solltest hier nichts kaufen. Ey, das ist ja auch geil. Kauf hier bloß nichts ein. Dum, 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 dum. Ich wollte mich doch umgucken, wie es hier aussieht. Ey, da, was ist hier los? Wieder unter ein Easter Egg versteckt? Was ich erst beim zweiten Mal sehe? Hm, welche Edelsteine, die da rumliegen. Und auch hier hört man von der Band. Ach man, das ist so wunderschön. Alter, geil. Wie sieht's denn hier aus, Mann? Boah, voll so ein unterirdischer Tunnel mit Diamanten und alles. Ey, du hast es ja hier geil, Mann. Was verkaufst du überhaupt? Hm? Huch, willkommen. Huch, Domani, und willkommen. Okay, ja, geht doch eigentlich. Tschüss, Mann. Ey. Mir fällt gerade ein, ich brauche 200 Rubine unbedingt. Ich muss wieder 200 Rubine haben, um mir was Geiles zu kaufen. Ey, das ist aber geil, dass man nur einmal Knopf drücken muss und er rollt. Und dann wieder wegdrücken und sowas alles ist geil. So, was ist denn hier oben los? Dum, dum, dum. So, ist der Schreier jetzt da drinne? Oh, diese Koteletten. Bist du nicht da, Mani? Wir glaubten, du wärst tot, aber du lebst. Wo warst du die ganze Zeit? Auch der Älteste glaubte, dir wäre etwas zugestoßen, also ging er alleine zum Pique Abiana. Der Älteste, der sah auch wirklich alt aus. Aber jetzt solltest du nach deinem Sohn sehen. Nach seinem Sohn. Bitte beeil. Was, der alte Sack ist Vater? Der kann doch Kinder kriegen. What? Oh mein Gott. Bitte lächelt, Knips. Wie das hier aussieht. Alter Mann, das ist so geil. Okay. Schick, schick. Und wo ist dein Spielzeug? Ach, da. Oh, das ist ein tolles Spielzeug, ey. Wenn ich da mal so ein Spielzeug gehabt hätte, ne, ey, ich wäre so froh gewesen. So, hallo. Oh, Papa. Papi, mir ist so kalt. Papi. Oh, Dami. Wo ist mein Papi? Wo ist mein Papi? So, mit dieser Information und mit dem coolen Gesichtsausdruck von Goron Link müssen wir jetzt nochmal zu dem Ältesten. Denn nun wissen wir auch in-game. Wow. Ups. Das bezahle ich. Wissen wir auch in-game, dass der kleine Typ da ein kleines Problem hat. Dum, dum, dum. Badabam, bam, bum, bum. So, aber ich werde mal gucken, ob ich nicht irgendwo noch ein bisschen Geld zusammenkriege. 100 sind ja draufgegangen für das Schwert. So, ich hoffe, ich kriege den Tempel am zweiten Tag durch, ey. Aber noch ist die Nacht, ist ja noch jung. So, ich gehe mal ganz kurz hier gucken und mach die ganzen Steine da weg, weil da müsste Geld drin sein. So, das geht natürlich nicht als Corona hier. Das wäre viel zu dick, Mann. So. Bombis. 30 Bombis. 1 und 2. Ja, und 3. Yeah. So. Was ist in Truhe Nummer 1? Er hat schon mal einen Zwacken. Ich habe gar kein Schwert. Oh. Ich wollte es gerade richtig loslegen und ihn voll schlagen. Aber ich habe ja gar kein Sword. Autsch. Oh. Das andere ist wohl ins Wasser gefallen. Die Lunte ist ausgegangen. So, natürlich werde ich aber auch nochmal dem Auge der Wahrheit nochmal nachgucken. Bin ich irgendwo doch noch eine Truhe ist. Also die ist abgeprallt von der Wand und rückwärts ins Wasser. Okay, Mann. Hier war es, eine Truhe? Fies. Na gut, okay. Fehlen noch ganz schön viele Rubine, ey. Aber ist okay. Hui, so, ich fühle mich so nackig ohne mein Schwert, deswegen Goron-Power. Volle Kanne, Mann. So. Alter, der Wolf greift einen Goron an. Bisschen lebensmüde ist es aber schon. Oh, der wird ja zu... Der wird ja zu Stein. Klugs. Ah, ist das geil. Muss ich alles noch richtig schön mal erfahren. So, ach, die wird auch so... Wieder festgefroren. Natürlich. Sorry, ich hätte gleich Wasser mitnehmen sollen. Ich hätte gleich Wasser... Oh, oh.
So, ups. Okay, dann sind wir auch schon gleich so weit und können in den Tempel. Dudum, Quellwasser. Es ist heiß. Heißes Quellwasser. Hey. So, Opa. Dein Sohn. Ja, sein Sohn, Alter. Ich hätte ja wissen, dass sein Enkel oder so, aber nö. Zack. So. Nimm nochmal eine kleine Dosis. Von dem wunderschönen heißen Wasser. Yeah. So, jetzt hör mal zu. Oh, wo bin ich denn jetzt schon? Ach, schon so spät, ich muss mich beeilen. Geh zur Seite, wir können später reden. Nein, Mann, hör mir zu. Egal, wie lange du mir folgst, es wird dir nichts bringen. Ich muss für das Dorf und die Zukunft der Euronen. Was? Ja, Zitterlippe? Du hast richtig gehört, dein Sohn heult. Mein Sohn weint, weil er mich vermisst. Oh, woher weißt du das? Ich war da. Mein Sohn vermisst mich. Vergib mir, mein Kind. Dein Vater muss etwas erledigen. Damani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesen Klängen in den Schlaf. Lausche den Klang meiner Trommel. Genau, Leute. Auch der Garon hat ein exklusives Instrument. Und der Trommeln. Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Guck mal hier. Das ist meine Trommel. Ist sie nicht wunderschön? Also, wie ging diese Melodie? Lass mich doch mal gucken, warte mal. Ich muss doch kurz überlegen, warte. Scheiße. Warte. Ja, warte. Jetzt etwa so. Oh, das hat keinen Sinn. Ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nur den Anfang beibringen. Okay. Bum, bam, bum. Jetzt holen wir mal unsere Trommel raus. Yeah, dum, dum, dum. Voll geil. Du hast das Schlummerlied-Intro gelernt. Dum, dum, dum. Yeah, gespielt. Jetzt haben wir es erlernt. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen. Doch kann ich mit dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Okay, Mann, den Schüttel-Opa. So, dann zockt man das mal den Kleinen vor, oder? Was meint ihr? Das Intro. Hoffentlich reicht das aus, um den zum Schlafen zu bringen. So. Wie sieht eigentlich der Schild aus? Wartet mal. Oh, ist ja... Krass! Okay, das hat sich ja auch schon im Original verändert, hat er übelste Zacken und so weiter gekriegt. So, danke Typi, dass du es aufgemacht hast, aber jetzt machen wir selber auf. Ach, hier ist ja zum Speichern was. Fällt mir jetzt erst auf. So, Achtung, und... Yeah! Eintritt nur für Goron. Bum, bum, bum. Oh yeah! Bum, bum, Kleiner ist ja gut, Mann. Dumm! Wir kommen doch schon. Dum, dum, dum. Ich war die Schnauze! Er hat eine Wand vor sich, eine Alpha-Wand. Alter, Wut. Wut. Wutz. Macht aber Spaß, weil er so viel schneller ist. So, Achtung, die Trommel ist ja geil. So, bum, bum, bum. Oh. Nee, halt. Yeah! Dum, bum, bum, bum. Das ist auch eine sehr schöne Szene, finde ich, die jetzt kommt. Das Intro gespielt. Oh, dieses Lied. Mein Papa hat es immer für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Ich singe den nächsten Teil. Ich singe die nächste Strophe. Oh Mann, oh Mann. So, das meldet sich natürlich nicht, aber jetzt gleich wird es schön. Pass mal auf. Dum, bum, 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 bum. Ein sehr schönes Lied, finde ich. Schön, kann man das ein Lied nennen? Ist ja nur so kurz. Ein kleines Medley. Ach schön, passt auf. Wunderschön. Werde ich auch gleich müde. Es ist so, als wäre Papa hier bei mir. Ugh.
Er ist eingepennt, Gott sei Dank. Goron in der Klemme. 1. Du hast den Sohn des Ältesten im Goron-Schrein das goronische Schlummerlied gespielt. Die Fackeln brennen wieder. Okay. Das Schlummerlied-Intro wurde zum goronischen Schlummerlied. Diese Weise hüllt den Lauschenden in sanfte Stille, während seine Augenlider schwerer werden. Jetzt pennen ja hier alle. Die Fackeln sind an. Okay, die Szene ist auch neu, die hat man nicht gezeigt. Sehr schön, Leute, aber das war's für heute. Ich werde mit den Fackeln noch einiges machen. Im nächsten Part allerdings. So dicke Stäbe habe ich, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann helfen wir noch gleich den nächsten Goron. Ciao!